Halt! Wer ist da? Ich bin's doch nur, Tapsi. Tria. Jetzt muss ich dir auch sagen, was ich gerade Zera gesagt habe. Es ist nicht gut für dich, nachts hier rumzulaufen, wo doch die kleinen Kreaturen ihr Unwesen treiben. Ach komm schon, Tapsilein, sei ein bisschen locker. Wo ist dein Lachen geblieben? Du freust dich doch, mich zu sehen. Ja, natürlich freue ich mich, ganz klar, aber Pflicht ist Pflicht. Naja, es war zumindest ein Versuch, was soll's. Komm doch mit. Na gut. Nein, ich kann nicht, Tria. Es ist meine Aufgabe, aufzupassen, dass diese kleinen Biester nicht... Oh, was für ein niedliches kleines Ding. Lizzie! Oh. So, ihr kleinen Baumsterndiebe. Euch werde ich zeigen, stehen geblieben. Tapsi, lass sie zufrieden. Sind Sie dir entwischt? Fürs erste Jahr. Gut. Jetzt wissen wir endlich, wo wir sie finden können. Ich war ihnen auf den Fersen, aber diese kleinen, gemeinen Biester sind mir ganz knapp entwischt. Doch dafür habe ich ihren Unterschlupf entdeckt. Yeah! Yeah! So, und jetzt können wir das große Tal für immer von dieser kleinen Plage befreien. Nein! Nein, die Kleinen sind doch harmlos. Was? Ja, sie sind klein, aber sie sind auch niedlich. Und harmlos, ja. Wir sollten sie in Ruhe lassen. Du solltest nicht über Dinge diskutieren, von denen du keine Ahnung hast. Was? Ich schlage vor, wir gehen zum Loch und stopfen es mit Steinen zu. Bitte überstürzt nichts. Lasst uns in Ruhe darüber reden. Ich bitte euch. Großvater, bitte, wir müssen sie aufhalten. Ja, Littlefoot, aber ich weiß nicht wie. Aber ich weiß es. Kommt schon! Schiebt weiter! Bloß nicht schlapp machen, Jungs! Bitte! Hört mir zu, Leute! Tut das nicht! Ich bitte euch! Verantwortlich, dass die Baumnaschereien nicht mehr am Baum dran sind. Was? Was? Was hat er gerade gesagt? Ich wusste nicht, was ich machen soll. Die kleinen Langhälse haben zwar die Baumnaschereien gefressen, aber ich bin dran schuld, dass sie runtergefallen sind, sonst wäre das nicht passiert. Ich wollte euch ja die Wahrheit sagen, aber als ich gesehen habe, wie ihr reagiert, war ich ganz erschrocken. Und da habe ich alles auf die kleinen Langhälse geschoben. Würdet ihr den Großen jetzt immer noch vertrauen? Wie auch immer. Ich weiß nur, dass sie nett sind. Ich meine, so richtig nett. Und ich, ich schäme mich dafür. Tja, also ich schlage vor, wir gehen jetzt alle nach Hause und lassen diese kleinen Wesen in Ruhe schlafen. Thank you.
Zeit, schlafen zu gehen.